Okay. Wir haben zwei Vertreterinnen der V-Partei hier, die ebenfalls bei dieser grünen Veranstaltung zu Gast waren. Wie hat euch denn die Veranstaltung der Konkurrenz gefallen? Was fandet ihr gut, was fandet ihr weniger gut? Ja, also ich bin ja die zweite Vorsitzende des Vereins Faszination Regenwald e.V. Mir war das schon klar, dass da sehr viele grüne Leute da sind. Politiker natürlich sowieso, der Herr Hofreiter, der Herr Deisenhofer. Insgesamt fand ich die Statements oder die Einstellung der Diskutanten größtenteils in Ordnung, kann ich beipflichten. Jedoch gerade die Frage, die ich bezüglich der bio-veganen Landwirtschaft gestellt habe, wurde für mich nicht zufriedenstellend beantwortet von Herrn Hofreiter. Denn es ist natürlich ein Schwerpunkt in unserem Programm, der V-Partei hoch 3, dass wir die bio-vegane Landwirtschaft anstreben. Und jetzt hat der Herr Hofreiter eigentlich so getan, als wenn das im Grunde nicht machbar wäre. Er redet von Savannen. Ich habe ihn als deutschen Politiker angesprochen, wo haben wir hier bitte Savannen? Es ging eigentlich darum, wie können wir die bio-vegane Landwirtschaft hier in Deutschland anstreben, oder beziehungsweise wir streben sie an in unserer Partei. Und das hätte ich mir eigentlich von anderen bewusst denkenden Politikern, wie auch den Grünen, die anwesend waren, auch gewünscht. Also das war für mich nicht richtig beantwortet. Ansonsten, gerade vor Helmut Huber, den ich schon lange kenne, habe ich natürlich einen Riesenrespekt, wie er sich einsetzt für die Orang-Utans. Oder auch die Filme von Hannes Jennecke kenne ich zum Teil, setze ich auch gerne mal im Unterricht ein, gerade was Orang-Utans betrifft, weil unsere Schule ist Partnerschule von unserem Verein Faszination Regenwald. Da spielen natürlich die Orang-Utans eine Rolle, der Regenwald eine Rolle. Großer Respekt natürlich gerade vor den beiden. Wie gesagt, die politische Einstellung von Herrn Hofreiter geht mir nicht weit genug, ja? Obwohl er sicher einiges richtig gesagt hat. Aber das Ziel ist nicht hoch genug und darum hat sich eigentlich auch die V-Partei gründen müssen, weil wir noch geradliniger nicht nur den Artenschutz, sondern auch die Tierrechte und Menschenrechte angehen. Er hat übrigens auch, das hat mich auch gestört, sehr die Menschenrechte betont. Grundsätzlich hat er zwar Recht damit, dass die in der industriellen Massentierhaltung vernachlässigt werden oder dass sie umgangen werden und schreckliche Zustände gerade mit Leiharbeitern herrschen. Grundsätzlich hat er da Recht, aber er hat gar nicht die Tierrechte erwähnt. Ja? Das ist ein zentraler Punkt in unserer Partei. Das möchte ich jetzt hier nochmal hervorheben. Ja? Hier findet sehr viel Qual statt. Warum haben wir das Recht in unserer Gier, es wurde ja öfter dieses Wort erwähnt, uns dermaßen über das Leben anderer Geschöpfe auf dieser Welt zu erheben? Ich fand die Auswahl der Diskutanten wirklich super. Also es waren wirklich Charaktertypen, die auch was zu sagen hatten, auch mit Hintergrundwissen. Natürlich stimme ich der Bürger zu. Das Thema mit der bio-veganen Landwirtschaft war ein bisschen kurz abgehandelt, wenn wir an unsere Zukunftsfähigkeit denken. Ich meine, ich arbeite ja, ich produziere ja fleißig Zukunft. Sollte man natürlich bedenken, dass nur Weideland als Argument für anders nicht nutzbare Flächen ein bisschen blödsinnig oder kurz gedacht ist. Weil alternativ könnte man ja da einen dieser Wälder stattfinden lassen, Naturlandschaften stattfinden lassen. Wir brauchen ja tatsächlich für die direkte Ernährung der Menschen weniger grundsätzliche Nutzflächen, als wenn man den Weg drüber geht, erst die Tiere zu ernähren, die wir dann essen. Aber alle anderen Argumente waren super erklärt. Er hat auch viel Hintergrundwissen mitgebracht. Allein das Charisma von dem Herrn Jennecke, super, der reißt Leute mit. Die Veranstaltung sollte tatsächlich noch größer oder publiker gemacht werden, weil sie wirklich inspiriert und gerade die Leute zum Nachdenken anregen sollte, die bisher nicht, gar nicht nachdenken. Hier das Publikum war ja schon informiert und war ja offen und ein Thema drin, aber gerade die Totalverweigerer, sagen wir mal die Geistigen, die sollten sowas wirklich zu sehen bekommen, zu hören bekommen und solche Leute auch mal live erleben, dass sie wissen, die positive Energie, die ausstrahlen, die reißt mit. Man kann was bewegen, auch wenn es hoffnungslos klingt. Man soll nicht aufgeben. Man muss weitermachen, weil eben die nächsten Generationen in die Startlöcher sitzen und die wollen nicht auf unserem Müll, auf unserem Gift sitzen bleiben, sondern die müssen jetzt ganz schön viel korrigieren und da muss man loslegen. Sag mal so, die wollen überhaupt leben. Ja, wir sind gerade eifrig dabei, das Leben auf dieser Erde vollkommen zu zerstören und zu verunmöglichen. Wenn der Klimawandel nicht wirklich jetzt sofort gestoppt wird, dann geht da nichts mehr. So einfach ist das. Deswegen ist mir das auch nicht weit genug gedacht, ja, hier mal ein Verbot und da mal ein Verbot.
auszusprechen, sondern es gehört hier die biovegane Landwirtschaft her. Ja, nicht nur wegen der Leiharbeiter und auch nicht nur wegen der Tierrechte, ja, die habe ich zwar jetzt vorhin betont und das ist auch mein Ernst, sondern auch einfach wegen des Klimaschutzes. Die Erde geht sonst den Bach runter, wir haben da keine Zeit mehr rumzueiern. Okay, wenn man jetzt diese politische Spaltung in Deutschland betrachtet, oder nicht nur in Deutschland, europaweit, weltweit im Endeffekt, zwischen Rechtspopulisten, denen, die eher zurück wollen, die erhaltend im Sinne von Werten sind, und den progressiven Kräften, zu denen ich jetzt einfach mal die Grünen und auch die V-Partei durchaus auch zählen würde, da tut sich ein tiefer Graben auf. Es ist natürlich fraglich, ob jetzt ein überzeugter AfD-Anhänger beispielsweise sich von Hannes Jennecke überzeugen lässt. Da stellt sich dann die Frage für mich, wäre es nicht sinnvoller, wenn die progressiven Kräfte ein bisschen mehr zusammenarbeiten, weniger das Trennende hervorheben, sondern mehr das Gemeinsame, und versuchen mit den kleinen gemeinsamen Nennern dann effektiv was zu erreichen und auch eine Front sozusagen zu bilden gegen die Ewiggestrigen und die Klimawandel für eine Lüge der Chinesen halten. Und die Schuld auf die Sonne schieben, was ja eins unserer Lieblings- Das wollte ich gerade sagen. Also ich habe, also noch mal kurz, wenn du jetzt schon die AfD erwähnst, dann darf ich das jetzt auch, hätte ich sonst nicht gemacht, aber ja, die Frau Storch hat ja gesagt, die Sonne ist schuld, ja, am Klimawandel, also was können wir da tun? Die machen es sich ganz einfach, ja, sie sagen einfach, wir können nichts tun, es ist nicht menschengemacht, also können wir auch nichts tun, super, also dann tun wir halt auch nichts, ja. Aber natürlich, deine Frage war jetzt weitergehend und ich möchte die jetzt auch nicht umgehen, sondern du fragst ja ganz konkret, sollten wir uns nicht zusammenschließen, ja, die Leute, die bewusst denken, ja, in den verschiedenen Parteien. Da gibt es ja noch mehr, ja, es gibt noch mehr Parteien, die tatsächlich diesen Tierschutzgedanken, die diesen Klimawandelgedanken beinhalten und im Programm haben und die es auch total ernst meinen. Und sicher hast du recht, dass sich da die richtigen Leute finden müssen, um zusammenzuhalten und für das gleiche Ziel zu kämpfen. Aber ich komme von den Grünen, weil du die Grünen explizit auch erwähnt hast und gar nicht mal jetzt die anderen Tierschutz- und Klimaschutzparteien. Und ich war da wirklich gerne und habe mich da engagiert und war sehr aktiv, aber ich hatte den Eindruck, dass innerhalb der Partei, das heißt ja den Eindruck, das war der Grund, warum ich dann gegangen bin letztendlich, es hat mich geärgert, dass wir nicht alle zusammen für das gleiche Ziel gekämpft haben, sondern dass da einfach welche waren, die sich zum Beispiel über den Tierschutz total hinweggesetzt haben. Ja? Denen ging es nur um Energiewende, alles andere war egal. Und ich bin eine überzeugte Tierschützerin und Tierrechtlerin. Und deswegen war ich in der Partei und deswegen war ich in der AG Tierrechte von den Grünen und habe mich da engagiert, habe da auch ganz wunderbare Leute kennengelernt, die auf meiner Seite waren, von meiner Gesinnung her, von meiner Einstellung her, aber eben nicht die ganze Partei. Und jetzt bin ich in einer Partei, wo wir uns zumindest, was das betrifft, Tierrechte, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Klimawandel, alle einig sind. Also ich würde es tatsächlich begrüßen, wenn sich mehrere kleine Gruppierungen zusammenschließen, einfach um auch ein Zeichen zu setzen, dass es dafür eine Masse gibt, dass die Masse nicht nur dieses ganz flache Populistische ist, dieses ich mache es mir einfach, ich schiebe den Klimawandel schiebe ich auf die Sonne, das Bevölkerungswachstum auf die Araber, weil es war ja ein Fürsprecher der AfD hier heute im Publikum und hat es geschafft, die Diskussion in diese Richtung lenken zu wollen. Zum Glück wurde das nicht aufgenommen und nicht weitergeführt. Aber die machen es sich natürlich verdammt einfach. Und ich glaube, das ist mit einer der Schwierigkeiten von den kleinen Parteien. Man muss selber an sich was arbeiten, man muss etwas bewegen. Man kann es nicht auf die anderen schieben. Ja. Und der Punkt, da Leute zusammenzufinden, die zusammenzuarbeiten, genau. Das wäre super. Das wäre allein, um eine Masse zu erzeugen und zu zeigen, es tut ja gar nicht weh. Ganz man genau. Muss ja gar nicht wirklich verzichten. Man muss ja nur klitzekleine Stellschrauben ändern. Allein jetzt, seit ich die Birgit und alle kenne, was wir im Haushalt verändert haben, fällt meinem Mann gar nicht auf. Nutzen wir bio-veganes Putzmittel. Fällt dir im Alltag null auf, tut dir nicht weh, du musst auf nichts verzichten. Du gehst einfach nur an eine andere Seite vom Einkaufsregal. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, wo man zusammenarbeiten könnte. Ja, das ist richtig. Und wirklich was schaffen würde. Das wäre natürlich so eine Riesenbewegung von allen Leuten, die es verstanden haben. Ja, da könnte man echt was bewirken. Ja. Das ist auch ein toller Appell zum Schluss. Sehr gut. Vielen Dank. Danke auch. Okay. Bei der Veranstaltung war das Thema Klimawandel sehr präsent.
und wurde auch als wichtiger Faktor im Zusammenhang mit Tier- und Artenschutz genannt. Wie seht ihr das? Also es wurde sehr betont, dass die Energiewende doch sehr wichtig ist und die alternative Gewinnung von Strom und auch die Autos wurden erwähnt, ja, also was man da alles tun kann. Da fehlt mir ein ganz wichtiger Punkt. Für mich ist das immer ein bisschen ausweichend, denn 51% der CO2-Emission ist tatsächlich auf die Produktion tierlicher Produkte zurückzuführen und gar nicht als auf den gesamten Verkehr. Das ist mehr als der gesamte Verkehr produziert. Das muss man einfach wissen, das wissen viele nicht. Die meinen, setze ich mich aufs Fahrrad, tue ich schon was Gutes. Ich sage immer, hört erst mal auf, Fleisch und Milch und Eier zu konsumieren, dann könnt ihr Fahrrad fahren. Okay, gut. Du musst nichts hinzufügen. Okay. Okay, gut. Danke.